Grüß dich und willkommen zurück. Ich bin die Vanessa von Outdoor Bavaria. Dieses Video nenne ich Was war denn da los? Und es ist eine Art Reflexion meiner letzten beiden Videos. In der Vergangenheit gab es kaum ein Video, wo die Meinungen so weit auseinandergegangen sind. Also von ganz gut, eines deiner besten Videos, bis zu grottenschlecht, mag ich nicht mehr sehen, Abo ist weg. Ja, worum ging es denn überhaupt? Mich hat die letzten Wochen so ein bisschen das Höhlenfieber gepackt. Es gibt einen Berg, der mich schon seit vielen Jahren fasziniert und fesselt. Und dieser Berg ist aufgrund seiner Beschaffenheit von unzähligen Höhlen ja, richtig durchsiebt. Und bisher habe ich um diese Höhlen eigentlich immer einen relativ großen Bogen gemacht. Und seit neuestem juckt es mich einfach in den Fingern, da auch mal reinzuschauen. Und genau um solche Höhlen bzw. um eine Höhle ging es unter anderem auch in meinem letzten Video bzw. in meinen letzten beiden Videos, da es ein Zweiteiler war. Kritik an meinem Tun und Sein ist ja an sich nicht ungewöhnlich. Damit muss man rechnen, wenn man was an die breite Öffentlichkeit liefert. Aber was mich einfach gewundert hat, ist dieser Kontrast dazwischen. Also bei jedem Video hat man Leute, die sagen, das gefällt mir nicht oder das war nicht lohnenswert, das anzuschauen. Und dann wiederum Leute, die sagen, hey super, 1A Unterhaltung. Aber also es war wirklich bisher noch kein Video da, bei dem die Leute so gespalten waren. 60% so Pi mal Daumen haben gesagt, ja super. Einige haben gesagt, hey, das ist das beste Video, das ich bisher von dir gesehen habe. Und ungefähr 40% haben gesagt, das geht gar nicht. Du wirkst gestellt, die Musik ist viel zu laut, du wirkst angespannt. Einige haben sogar geschrieben, unfreundlich. Und ja, das hat mich einfach beschäftigt. Warum kommen solche Aussagen zustande? Ich habe mir natürlich das Video dann auch noch mehrmals angeschaut und versucht zu ergründen, was die Leute denn genau meinen. Und meine Gedanken dazu, die möchte ich jetzt einfach mit euch teilen. Prinzipiell bin ich ja sogar dankbar gegenüber Kritik. Denn nur wenn jemand seine Meinung äußert, sei es jetzt positiv oder negativ, kann ich was daraus mitnehmen, was daraus lernen und gegebenenfalls verbessern. Also wenn jetzt jemand schreibt, das Video war scheiße, okay, akzeptiere ich so, ist deine Meinung, aber ich habe nichts daraus gelernt. Wenn jetzt jemand schreibt, Vanessa, mir hat das Video nicht so gut gefallen, unter anderem war die Musik zu laut eingestellt, der Pegel hat nicht gepasst, dann kann ich natürlich da was daraus mitnehmen und das dementsprechend ändern. Ist mir jetzt in diesem Video gar nicht so aufgefallen. Ich muss dazu sagen, das Video machen draußen ist natürlich total schön. Ich bin die ganze Zeit in der Natur unterwegs und es geht mehr oder weniger nebenbei. Die eigentliche Arbeit beginnt ja erst zu Hause mit der Nachbereitung. Das ist eben das Video schneiden. Ich habe gar keine Ahnung, wie unglaublich anspruchsvoll und zeitaufwendig das ist. Wenn man einfach ein hochwertiges Video liefern möchte, das schön geschnitten ist, die Übergänge, die Überblendungen passen, die Musik, die muss erstmal gesucht werden, angepasst werden. Dann das Video rendern, die Schrift einstellen, Thumbnails hochladen, YouTube, Kommentare und. Also das ist eigentlich die Hauptarbeit, nicht das Video selbst machen. Und das muss natürlich auch irgendwie im Alltag integriert werden, was nicht immer ganz leicht ist. Ich kann oft nur mitten im Alltagsgeschehen nebenbei schneiden und natürlich können da so ja, so leicht sind es Fehler, wie das mit der Musik passieren, dass sie einfach nicht perfekt angepasst ist. Wenn die Umgebung dementsprechend laut ist und man mit mehr oder weniger minderwertigen Kopfhörern arbeitet, ist das nicht ganz so einfach. Das ist das eine, ja, dass solche Fehler einfach passieren können. Dass nicht jedes Video mit jedem Themengebiet der breiten Masse gefallen kann, ist natürlich auch ganz logisch. Also in der letzten Zeit gab es einige Höhlenvideos, weil das einfach jetzt gerade aktuell ein Interessengebiet von mir ist. Was aber nicht heißt, dass es jetzt bei mir nur noch Höhlenvideos geben wird. Also ich möchte mich da einfach ein bisschen breiter aufstellen
Und alles, was ich gern tue, was mich im Alltag beschäftigt, was ich mache, mit euch teilen. Sei das jetzt Höhlenvideos, sei das jetzt Bushcraft, sei das Survival, irgendwelche Do-it-yourself-Dinge oder Selbstversorgung, Pflanzenwissen und, und. Also ich beschäftige mich ja in meiner Freizeit und in meinen Videos nicht nur mit dem einen Themenschwerpunkt. Diejenigen, die meinen Kanal schon relativ lange verfolgen, wissen, dass es am Anfang eigentlich nur Bushcraft- und Survival-Videos gegeben hat. Aber irgendwann habe ich mir gedacht, warum sollte ich mich auf nur so einem kleinen Teil beschränken, wenn mein Leben doch noch so viel mehr ausmacht? Wenn ich so viele unterschiedliche Themenbereiche zeige, ist es selbstverständlich, dass der ein oder andere mir jetzt abspringt, weil er sagt, du, das interessiert mich gar nicht. Ja, dann kann ich das nicht aufhalten, ist natürlich schade, aber ist so, muss ich akzeptieren. Aber ich finde auch, dass eigentlich diese Punkte, die ich jetzt gerade angesprochen habe, die gehören alle irgendwo mit dazu. Also in den letzten Jahren habe ich mein Leben ziemlich umgekrempelt. Ich war zwar schon immer naturverbunden, aber mein Bewusstsein und mein Denken und mein Handeln, das hat sich zum Teil grundlegend geändert. Ja, als kleines Beispiel, meine Eltern haben auch schon immer sehr plastikarm gelebt. Zwar nicht so extrem wie ich jetzt, aber auch schon darauf geachtet. Zum Beispiel Fruchtzwerge gab es bei uns nie, weil meine Eltern gesagt haben, das macht einfach zu viel Müll. Warum viele kleine Joghurts kaufen mit viel Müll, wenn man auch einen größeren Joghurt kaufen kann, wo man nur einmal Müll hat? Habe ich als Kind absolut nicht verstanden und war ja regelrecht wütend und habe mich missverstanden gefühlt. Warum denn nicht? Heute, ja, was soll ich sagen? Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. Ich bin totaler Plastikverweigerer. Leider geht es im Alltag nicht überall, aber soweit wie es geht, verzichte ich auf Plastik. Und dieses nachhaltige Denken, das spiegelt sich eigentlich bei mir aktuell überall in meinem Lebensfaden. Ich möchte so naturnah wie möglich leben. Und ich finde, alle diese Bereiche haben was mit naturnahem Leben zu tun und das möchte ich zeigen. Ich möchte zeigen, wie man artgerecht Tiere hält zur Selbstversorgung, wie man sein eigenes Obst und Gemüse anbaut. Ja, wer weiß das denn heute noch? Entweder man bekommt es selbst von zu Hause mit oder irgendwann weckt man bei sich selbst das Interesse dafür und eignet man sich's an oder es zieht einfach das ganze Leben an einem vorbei. Und warum soll ich nicht da einfach Impulse setzen, den Leuten Anreiz geben? Hey, schaut's mal, so kann's gehen. Naturnahes Leben ist für mich auch Buschkraften. Ja, es gibt nichts Entspannenderes, als einfach eins mit der Natur zu sein, hier rauszukommen, den ganzen Alltagsstress hinter sich zu lassen und einfach sich auf den Waldboden zu setzen, sich zu erden und nichts tun. Genauso auch Survival. Naja, wer weiß schon, was irgendwann mal kommen wird. Und es ist einfach auch ein befriedigendes Gefühl zu wissen, selbst wenn Fall XYZ eintrifft, ich kann das. Ich habe mir Gedanken gemacht und was weiß ich, weiß, wie ich mir ein Trinkgefäß baue, wenn ich nichts dabei habe. Das gehört für mich alles zueinander. Das ist wie so eine Gliederkette, alles zusammengekettet und das eine spiegelt sich im anderen Thema wieder. Wer jetzt aber denkt, ich möchte hier irgendwie Mitleid erhaschen, dass ich sage, mein Video ist so schlecht angekommen, Leute, versteht mich doch, der versteht mich jetzt dann ein bisschen falsch. In erster Linie muss das Video, das ich produziere, mir gefallen. Denn es ist mein Hobby, meine Lebensart und meine Lebenseinstellung, die ich hier vermittle und zeige. Und wenn mir das nicht gefällt, wenn ich jetzt beispielsweise, ich zeige nur noch Gear, ja, nur noch Ausrüstung, weil die Zuschauer sagen, mich interessiert nur Ausrüstung, den ganzen anderen Schmarrn kannst du weglassen. Und ich würde mich da lenken und beeinflussen lassen und nur noch Ausrüstung herzeigen, dann wird es den Kanal in 3 Monaten nicht mehr geben, weil das für mich
langweilig ist. Ich finde, ein YouTube-Kanal, der muss schon ein bisschen ein breites Spektrum haben, dass er mir nicht nur das zeigt, was ich selbst mache und was mir selbst gefällt, sondern auch irgendwas anderes, das ich noch nicht kenne oder aus der Sichtweise noch gar nicht gesehen habe, um mich neugierig zu machen. Also, wenn ich euch ein Video zeige, dann zeige ich euch das nicht, weil ich durch dieses Video Geld verdiene, sondern in erster Linie, weil ich das mache, was ich liebe, was ich gern tue. Und nur wenn ich das auch gern mache, kann ich das in den Videos vermitteln und es wird ein gutes Video. Ja, wenn man jetzt wieder auf das Beispiel Ausrüstung zurückkehrt, Ausrüstung herzeigen ist schön und gut, man kann anderen Produkte empfehlen, die man selbst für gut befindet und daran teilhaben lassen und da Tipps geben, was gute Ausrüstung ist, aber nur das machen hat für mich keinen Sinn, gefällt mir nicht. Und ja, jetzt in letzter Zeit waren es eben die Höhlen, die die eine Gruppe total angesprochen hat. Die haben gesagt, hey, das interessiert mich total und schön, dass du das Herz sorgst und mal eine ganz andere Seite von dir. Und die anderen haben gesagt, ist gar nichts für mich, damit kann ich nichts anfangen. Und einige haben eben auch geschrieben, dass ihnen das überhaupt nicht gefällt und dass sie jetzt deswegen das Abo für meinen YouTube-Kanal beenden. Aber jetzt ist es natürlich so, dass ich nicht nur auf 2 Videos begrenzt werden möchte. Wenn man jemanden kritisiert, dann kann man ja nicht nur wegen einem Punkt jetzt sagen, ich kann mit dir überhaupt nichts mehr anfangen. Da muss es schon wirklich irgendwas Gares sein, wie zum Beispiel Fremdenfeindlichkeit oder so, dass man sagt, hey, mit so jemandem möchte ich nichts zu tun haben. Auf dem Kanal Auto Bavaria sind um die 270 Videos online. Und bloß weil einem das eine Video nicht gefällt, heißt es ja nicht, dass die ganzen Videos für einen schlecht sein müssen. Das ist ein bisschen schwierig zu erklären, aber wenn ich euch jetzt kommendes Wochenende eine Übernachtung in einer Kiesgrube zeige, bloß um irgendwas zu nennen, also ein Übernachtungsvideo, ein Bushcraft-Video. Und das zweite Video ist ein Kochvideo. Ja? Dann kannst du zum Beispiel sagen, hey, mit der Übernachtung, da konnte ich überhaupt nichts anfangen, das interessiert mich nicht. Kiesgrube ist nicht mal richtige Natur. Aber dafür interessiert mich wieder das Kochvideo. Ja, also ich zeige so viel. Meiner Meinung nach zeige ich wirklich, was diesen Lebensbereich betrifft, ein breites Sortiment an Videos. Und bloß weil das eine Video nicht meinem Geschmack entspricht, heißt es ja nicht, dass das für alle anderen Videos auch zutrifft. Also ich versuche da wirklich für euch auch die richtige Mischung und Abwechslung zu halten. Wenn ich sage, ich lasse mich da von meinen Zuschauern nicht lenken und nicht beeinflussen, was meine Videos betrifft, dann heißt es natürlich nicht, dass ich nicht offen für zum einen natürlich Kritik bin. Wenn irgendwas nicht passt, bin ich immer froh, wenn man das einfach freundlich und in den meisten Fällen geschieht das, freundlich schreibt. Wie gesagt, ich bin da offen dafür und ich weiß, ich bin nicht perfekt und mein Videoschnitt ist auch nicht perfekt und so Fehler wie mit der Musik, die passieren einfach, das gehört dazu. Und natürlich freue ich mich auch immer, wenn jemand sagt, würdest du ein Video darüber machen, das interessiert mich total. Da kann ich ja auch wieder was davon lernen. Wenn zum Beispiel jemand schreibt, zeig doch mal die Feuermethode XY und ich sage, XY kenne ich gar nicht und schau nach, was das ist, dann lerne ich natürlich auch was dazu, wenn ich das noch nicht kenne. Oder wenn jetzt irgendwas ist, zum Beispiel bei meiner Selbstversorgerreihe haben viele geschrieben, dass das schön ist, was ich gezeigt habe, aber was ist danach? Zeig doch mal, was danach passiert. Wie machst du das haltbar? Wie verarbeitest du das? Ja, also natürlich freue ich mich, wenn da meine Zuschauer Interesse bekunden und da auch Wünsche mir gegenüber äußern, was ich denn mal zeigen könnte. Und natürlich ist mir auch die Meinung meiner Zuschauer wichtig. Darum beschäftigt mich das ja gerade so, weil ich einfach diesen Spalt nicht verstehen kann, wie es den einen gar nicht gefallen kann und den anderen sehr gut gefallen kann. Und ich nehme das klar auch zu Herzen und wenn meine Zuschauer schreiben, Vanessa, toll, super, schönes Video, dann freut mich das wahnsinnig.
Und natürlich trifft es mich auch zum Teil, wenn jemand sagt, du, das ist grottenschlecht. Man darf sich das natürlich nicht so zu Herzen nehmen, weil dann dürfte ich schon längst keine Videos mehr machen, wenn ich da jede Kritik wirklich so an mich rankommen lassen würde. Aber natürlich möchte ich ja auch, dass euch die Videos gefallen. Es wäre gelogen, wenn ich sagen würde, Anerkennung brauche ich nicht, weil wozu sollte ich sonst diese Videos machen? Also mir ist die Meinung durchaus sehr wichtig und ich freue mich über jeden einzelnen Kommentar. Und die Leute, die damit überhaupt nichts anfangen können, die sind in der Regel auch freundlich und schreiben das sachlich. Mir gefällt das und das nicht und darum gehe ich jetzt. Natürlich gibt es immer Deppen, die dann meinen, ausfallend sein zu müssen, aber das gehört dazu. Eigentlich erwarte ich jetzt von euch gar nichts. Also wie gesagt, das Video soll auf gar keinen Fall irgendwie jetzt so mitleidserheischend wirken. Gar nicht. Ich wollte euch einfach an meinen Gedanken teilhaben lassen und über so ein eine ungewöhnliche Reaktion auf ein Video teilhaben lassen. Es beschäftigt mich natürlich sehr, wie meine Videos ankommen. Und mein Leben ist einfach auch gerade so ziemlich in einer Wandlungsphase. Seit ein paar Jahren zieht sich das so durch meinen Lebenslauf, dass ich vieles einfach hinterfrage, was ich davor als selbstverständlich angenommen habe und ganz viel umdenke und generell gewissen Themen gegenüber nachdenklich bin. Ja, also um da ein paar Beispiele zu nennen, einfach meine Ernährung, Ernährungsbewusstsein, mein eigenes Gemüse anbauen, Obst ernten, Nutztiere halten. Das war vor ein paar Jahren zwar immer so ein Gedanke, wo ich gesagt habe, ja, wäre schön, wenn, oder könnte ich mir vorstellen. Aber jetzt seit einigen Jahren ist das Ganze einfach greifbar und umsetzbar und ich versuche da immer mehr in die Richtung selbstständig zu arbeiten. Das ist ein Thema, dann einfach die gesamte Lebensweise. Wenn ich da so ein bisschen ausschweifen darf, ohne dass ihr mir wegklickt. Es gibt ein Haus. In dieses Haus wollte ich eigentlich nie, weil es nicht dem Ideal entspricht, das ich mir vorgestellt habe. Ja, natürlich malt man sich aus, wie sein zukünftiges Traumhaus aussehen soll. Baue ich selbst oder kaufe ich gebraucht oder habe ich auf das überhaupt keine Lust und will zur Miete wohnen. Und am Anfang fand ich das Mietwohnen eigentlich ganz angenehm und praktisch. Zum einen, man hat eine Wohnung, die einem selbst gefällt. Man sucht es sich ja selbst aus, insofern das möglich ist. Man muss sich in der Wohnung eigentlich um nichts kümmern, wenn mal was kaputt geht. Das übernimmt alles der Vermieter. Ja, dann kam eben hinzu, ja, Wohnung ja, aber mit Garten. Und dann, als ich dann eine Wohnung mit Garten hatte, habe ich mir gedacht, schön und gut, aber wenn du da jetzt irgendwas machst, außer Rasenmähen, wozu? Wenn du dann in ein, zwei Jahren vielleicht wieder ausziehst. Also kam der Wunsch auf, einen Garten zu haben, den man so gestalten kann, wie man das selbst möchte. Also ich bin ein wahnsinniger Gartenliebhaber. Ja, also es hat sich so ergeben, dass dieses Haus, in das ich nie wollte, freigegeben wurde und eben die Möglichkeit bestand, nimmst du dieses Haus, obwohl du das nicht wolltest, oder lebst du weiterhin zur Miete. Und das Leben spielt manchmal Dinge, die man nicht wirklich verstehen kann im ersten Moment. Ja, es gibt Rückschläge, es gibt Niederschläge, wo man denkt, warum, wieso habe ich das verdient? Was habe ich gemacht? Das heißt ja, jeder bekommt nur das, was er verdient, gell? Aber manchmal kann man das einfach nicht nachvollziehen. Warum? Und erst im Nachhinein, wenn man dann zurückblickt und reflektiert, dann
Ja, merkt man, es war eigentlich ganz gut, so wie es gekommen ist. Jedenfalls, das Haus, das ich nie wollte, nennt sich jetzt mein Eigen. Und ich habe mit diesem Schicksal lange gehadert. Ja? Es war nicht die Wohnumgebung, die ich möchte. Dieses Haus ist uralt. Es bietet so gut wie keinen Luxus. Es hatte zugige Fenster. Es hatte ein Bad, das das Wort Bad nicht verdient hat. Keine Heizung, nur Holzheizung mit Selbstbefeuerung jeden Morgen, egal wie kalt es ist. Erst wird der Kamin angeheizt. Der große Vorteil bei diesem Haus ist, es hatte einen Garten, einen relativ großen Garten, oder es hat ihn immer noch. Und in diesem Garten war auch ein großer Gemüsegarten. Und so hatte ich zum ersten Mal in meinem Leben die Möglichkeit, mein eigenes Obst und ja, mein eigenes Obst, denn Obstbäume stehen auch noch drauf, alte Obstbäume und Gemüse anzubauen. Ja, und so kam in meinem Leben eigentlich eins zum anderen und es hat mich in dem, was ich mache, noch mehr in die Richtung gelenkt, in der ich jetzt bin. Das, was ich euch versuche zu vermitteln und zu zeigen, dieses naturnahe Leben. Und ich möchte in Zukunft auch noch mehr Videos in diese Richtung lenken, ja, also Gemüse verarbeiten, Obst verarbeiten, haltbar machen, Fleischverarbeitung, Nutztiere und so weiter. Also nicht nur, wie gesagt, ich möchte ein breites Spektrum herzeigen aus meinem Lebensstandard. Ja, und mein Denken hat sich auch in dem Sinne verändert, dass ich gesagt habe, ich brauche kein Haus, das ich die nächsten 50 Jahre abzahlen muss, das zwar überall niegelnagelneu ist und wo die nächsten Jahre bis auf Gartenzaun streichen oder so nichts zu tun ist. Natürlich ist es schön, sich zurücklehnen zu können und sagen zu können, ich muss in meinem Haus nichts mehr machen, es ist alles schön, es ist alles ordentlich. Mein Haus wird noch jahrelang renoviert werden, denn ich hatte in meinem Leben einige Rückschläge, teilweise gravierende Rückschläge, die mir fast das Rückgrat gebrochen haben und ich nicht wirklich wusste, wie es weitergehen sollte, gerade auch finanziell. Und ich habe irgendwann für mich beschlossen, ich möchte keinen Kredit abzahlen müssen. Man weiß nie, was morgen passiert und hernach bist du arbeitsunfähig und du verlierst einfach alles. Dir wird der Teppich unter den Füßen weggezogen. Dieses Haus, mit dem ich so gehadert habe, habe ich inzwischen angenommen. Ich weiß, ich werde Jahre dran renovieren und ich weiß, ich werde es noch oft verfluchen, aber es ist meins. Ich muss keine Schulden abzahlen. Ich habe ein Dach über dem Kopf. Und warum muss es immer das Beste vom Besten sein? Ja, braucht's nicht. Man vergleicht sich immer so oft und das ist wirklich schlecht. Wenn ich in die Häuser von meinen Freundinnen gehe, dann ist alles groß, hell, lichtdurchflutete Räume, genau das, was ich selber auch so lieb. Und bei mir sind's ja relativ kleine Fenster, die am Anfang zugig waren, doppelt verglast, achtmal Fenster putzen. Ja, es hat sich alles sehr geändert. Ich bin minimalistischer geworden in allen Bereichen und ich brauche nicht das große Geld. Nicht das große Geld zu haben, ist auch der Punkt, warum es mir überhaupt möglich ist, mit YouTube mein Geld zu verdienen, weil ich einfach nicht so viel brauche. Das Leben, das ich führen möchte, das soll sorglos sein. Ich möchte nicht mir große Sorgen machen müssen, was ist morgen, wie schaut es morgen aus. Ich weiß, wie es ist, von der Hand in den Mund zu leben. Jeder, der einen sozialen Beruf erlernt hat, der weiß sicherlich, wovon ich spreche, dass da nicht wirklich viel Geld übrig bleibt, nachdem die Rechnungen getilgt worden sind. Und ich möchte da einfach eine gewisse Freiheit haben. Zum Beispiel, wenn ich jetzt, ich habe keinen großen Handyvertrag oder ich rauche nicht. Das sind Sachen, wenn ich auf die zurückblicke und quasi drüber nachdenke, wozu ich mein Geld jetzt ausgegeben habe, dann habe ich da nichts davon gehabt. Gar nichts. Vielleicht Lungenkrebs, ja, als Raucher, aber das war's. Und
Ja, als YouTuberin wird man natürlich nicht reich, es sei denn, man hat x Abonnenten. Aber es ist für mich ein relativ entspanntes Geldverdienen, denn ich kann mir die Zeit, in der ich arbeite, flexibel selbst einteilen und dementsprechend spontan bleiben. Und natürlich habe ich den schönsten Arbeitsplatz der Welt. Ich bin vorher in den Wald gefahren, um genau dieses Video zu produzieren. Und 3 Minuten, nachdem ich den Wald betreten habe, habe ich genug Schwammerl gehabt und das Abendessen war gesichert. Ja, also was gibt Schöneres? Was wollte ich jetzt noch sagen? Geld, ja. Lasst mich kurz warten, ich habe gerade den Faden verloren. Immer wieder werde ich gefragt, Vanessa, wie schaffst du das überhaupt, das alles unter einen Hut zu bekommen und kannst du überhaupt nur von YouTube leben? YouTube ist ein Standbein von mir, der mir das einfach ermöglicht, mein Leben zum Großteil so zu gestalten, wie ich das möchte, meine Arbeitszeiten und meine Arbeitsumgebung so zu gestalten, wie ich das möchte. Dann bin ich nebenbei noch geringfügig in einem Hort angestellt und betreue da mit Kolleginnen die Schulkinder. Dann möchte ich in Zukunft noch meine Survival-Kurse geben, beziehungsweise meine Kurse sollen sich nicht nur um das Thema Survival drehen, sondern auch Bushcraft, Wildpflanzenkunde, naturnahes Leben. Und es soll nicht nur so ein hart durchgezogenes Survival-Training sein, sondern es soll bei mir eher um ja, das eigentliche Thema Bushcraft soll sich drehen. Ich möchte, dass die Leute nicht nach dem Wochenende total K.O. sind und sagen, ja, ich kann jetzt, ich habe jetzt diese Skills und das habe ich gelernt und das habe ich gelernt. Sie sollen auch die Schönheit der Natur wieder mit neuen Augen sehen und die Natur auch als Rückzugsort sehen. Sie sollen sich mit eingliedern können und einfach auch zum Teil entspannen können. Sie sollen, ja, naturnah mit dabei sein und nebenbei und entspannt Survival-Techniken und Bushcraft-Techniken lernen. Aber das ist ein anderes Thema, denn diese Kurse werde ich erst im kommenden Frühjahr geben können, denn da sind so einige Hindernisse, die aus dem Weg geräumt werden müssen, wie Versicherung und der Platz selbst, der Wald selbst, Thema Brandgefahr, dann die Versicherung ist ja, ja, wird ähnlich gehandelt wie Paragliden, ja, so vom Risikofaktor. Also da gehört noch einiges aus dem Weg geräumt, damit ich da sorgenfrei durchstarten kann. Ja, dann bin ich natürlich noch Mama und Hausfrau. Dann habe ich zu Hause noch eine pflegebedürftige Oma, deren Pflegeperson ich bin und wo ich alles managen muss nebenbei. Dann schreibe ich noch seit neuestem für das Survival-Magazin. Der nächste Artikel von mir erscheint schon im kommenden Heft, wenn du da Interesse hast. Ja, Selbstversorgen, mein Garten, Haus und Hof. Also es ist wirklich einiges. Mein Tag ist immer ausgefüllt. Ich stehe in der Früh auf und die Arbeit erschlägt mich manchmal. Und ja, durch die Videos bin ich meistens auch bis spät abends am Computer beschäftigt, bis mir die Augen zufallen. Also es ist manchmal schon wirklich sehr anstrengend. Das ist alles so ein bisschen die Frage des Timings und des Durchtaktens, wann mache ich was. Aber es ist ein Leben, das ich mir zwar so nicht gewünscht habe, also ich habe mir, was heißt nicht gewünscht, ich habe es mir nicht vorstellen können, dass sich meine Denkweise mal so ändert, aber lieber liege ich abends total K.O. im Bett und habe Rückenschmerzen, weil ich am Abend 3 Stunden Kartoffeln ausgegraben habe. Aber dafür habe ich Kartoffeln und zwar aus meinem eigenen Garten, komplett biologisch. Mein eigenes Essen aus meinem eigenen Anbau. Ja, also da muss man natürlich Prioritäten setzen, was ist einem wichtig. Und mir ist wichtig, dass ich flexibel bin und dass ich viel Zeit in der Natur verbringen kann. Und das ermöglicht letztendlich ihr mir, denn wärt ihr Abonnenten nicht da, würde ich folglich auch kein Geld mit YouTube verdienen. Und ja, müsste mir da andere Möglichkeiten suchen, dass
Geld zum Überleben in die Kasse kommt. Ja, so abdriften wollte ich eigentlich gar nicht, aber ich finde das jetzt nicht schlimm. Wenn es euch interessiert hat, wie mein Leben und meine Denkweise so aussieht, freue ich mich darüber. Ich finde das auch immer interessant zu sehen, wer steckt hinter dieser Person, die ich hier auf YouTube sehe. Und dass euch das interessiert, habe ich auch in meiner Selbstversorger-Serie gemerkt, dass ihr das einfach schön fandet, mal hinter die Kulissen zu blicken. Und vielleicht konnte ich auch dem einen oder anderen da einen kleinen Denkanstoß geben, dass er sagt, ja, wird mir auch gefallen. Es gibt ja immer mehr Leute, die aus der Gesellschaft aussteigen und dem das Ganze zu viel wird. Spätestens beim Burnout fängt man an, darüber nachzudenken, was läuft verkehrt in meinem Leben. Nicht alles an unserer Gesellschaft ist schlecht, um Gottes Willen. Wir haben viele Vorteile, aber einiges ist doch da, dass ich sehr hinterfrage. Zum Beispiel unser Schulsystem, um nur ein Beispiel zu nennen. Vielleicht kann ich dich ja dazu anregen, einfach mal über das ein oder andere nachzudenken. Und wenn nicht, ist es auch vollkommen okay, dann weißt du zumindest, wie ich drüber denke. Und ich möchte euch einfach hier nochmal ein kleines Dankeschön aussprechen, dass es euch gibt. Wie gesagt, YouTube ist ein Standbein von mir, der mir wahnsinnig Spaß macht. Es ist toll, mit euch in Kontakt zu stehen und euch meine Lebensweise und meine kleinen Abenteuer einfach zu zeigen, euch mitzunehmen. Und darum beschäftigt mich sowas wie das eigentliche Kernthema dieses Videos, nämlich diese gespaltenen Meinungen zu meinem letzten Video sehr. Ja, also bitte weiterhin so, wenn irgendwas nicht passt, ehrlich sein und mir schreiben und dann hoffe ich doch, dass ich das dementsprechend verbessern kann. Und ja, also aktuell bin ich gerade an der Planung für mein nächstes Video. Diesmal ist es nicht ganz so der Bereich wie bei den letzten Malen. Es geht auch wieder auf den Berg, aber diesmal hochalpin. Da bin ich schon sehr gespannt drauf, denn Berge ziehen mich schon immer wahnsinnig an. Und interessant finde ich sie eigentlich erst so ab, ja, überhalb der Baumgrenze, wenn die Landschaft so karg wird. Darum liebe ich auch die Landschaft in Kroatien so, weil es einfach, also unsere grünen Wälder und besonders so ein Buchenwald wie jetzt hier um mich herum, hat was wahnsinnig Tolles. Aber mir gefällt auch der Kontrast zu dem, dass das Auge eben gezielt was anfokussieren muss, was interessant ist. Also in so einer Steinwüste, jetzt zum Beispiel eine so eine Latschenkiefer, die sich da einfach festklammert und da um ihr Überleben tagtäglich kämpft. Sowas interessiert mich auch. Und wenn du also irgendwelche Videoideen hast, wie vorhin schon erwähnt, schreib es mir gerne. Wenn das zu mir passt und zu meinen Vorstellungen, was ich auf YouTube herzeigen möchte, bin ich gerne dazu bereit, darüber ein Video zu machen. Wie gesagt, das Spektrum von dem, das ich herzeigen möchte, ist relativ groß, insofern es was mit der Natur zu tun hat. Ja, genug geredet. Ich habe mir schon den Mund fußlich geredet und eigentlich viel mehr erzählt, als ich erzählen wollte. In diesem Sinne interessiert mich natürlich auch, was ihr darüber denkt. Ich wünsche mir eine rege Diskussion, warum die letzten beiden Videos wirklich so gespalten waren, ob es wirklich so schlecht war, wie einige von euch geschrieben haben, dass ich da einfach nochmal drüber nachdenken kann und für mich einen logischen Schluss finden kann, warum das jetzt so war, wie es war. In diesem Sinne freue ich mich, wenn du beim nächsten Video wieder Ich freue mich, wenn du im nächsten Video wieder mit dabei bist. Bis dahin, mach's gut und fertig.